Das Wetter in Vorarlberg. Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold. Heute wird es weltmeisterlich. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am 16. August, an dem es eben unter anderem sportlich wird. Dafür gibt es einen Grund, denn am Wochenende steht das Derby zwischen dem SCA Altach und Austria Lustenau an. Und lange haben wir gewartet, nun ist es endlich soweit. Mein Kollege Pascal Pletsch hat Altach-Trainer Miroslav Klose vor die Kamera bekommen und sprach mit ihm dabei auch ganz offen über die Fehler, die es bei der Mannschaft in Graz gab, wo sie ja 0-4 verloren hat. Wie Miroslav Klose auf Sieg und Niederlage zurückblickt, das erfahren Sie dann später in der Sendung. Zuerst darf ich mich dem Wolfurter Bürgermeister Christian Natter widmen. Und wenn man so in eine Gemeinde blickt, dann stehen immer sehr viele Projekte, viele Zahlen an und in Wolfurt ist das ebenso, aber das weiß Christian Natter sicher besser. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ja, vielleicht hangeln wir uns einfach so von Projekt zu Projekt. Davon gibt es ja wirklich viele bei Ihnen. Es steht unter anderem ja ein neues Sozial- und Handelszentrum an. Da gab es schon vor einigen Jahren eine Übereinkunft zwischen Gemeinden Wolfurt, Schwarzach und Kennelbach. Nun laufen die Vorbereitungen. Was ist jetzt denn der aktuelle Stand und was ist konkret geplant? Ja, wie gesagt, es geht nicht nur um ein Sozialzentrum, sondern es geht um viel mehr. Es geht um das Zentrum insgesamt, da zwischen der Kirche und L3 eben beim Standort neu zu gestalten. Da spielt natürlich der Handel, die Belebung, die Gestaltung auch ein großes Thema und insofern waren die Vorbereitungen ziemlich intensiv und ich bin froh, dass noch vor der Sommerpause der Architektenwettbewerb, die Auslobung bereits ausgegangen ist und wir damit auch die Zeitschiene relativ gut einhalten haben können. Sozial- und Handelszentrum, wer wird denn da jetzt konkret Platz finden? Was für Pläne gibt es dazu bereits? Ja, wir haben als Gemeinde schon vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir unsere älteren Menschen wirklich in unsere Mitte holen werden. Also die kommen wirklich in den Mittelpunkt von Wolfurt, in unser neues Zentrum. Aber das Zentrum hat natürlich auch eine andere Aufgabe, nämlich dass er bei viel Bewegung stattfinden soll, dass unsere Wolfurterinnen und Wolfurter das meiste, was sie auch brauchen, im Zentrum kriegen, dass es interessant wird, in Wolfurt zum Kaufen, was jetzt teilweise der Fall ist, aber leider nicht in allen Plätzen. Da haben wir natürlich schon ein kleinen Nachholbedarf. Und unsere Vision vom neuen Sozial- und Handelszentrum ist ja, dass es ganz besonders wird, dass es erklären an Wolfurt-like wird, dass unsere Wolfurterinnen und Wolfurter gerne das Zentrum ganz zum Einkaufen, aber zum sich auch mal verweilen und dass viel Wege sich ergänzen, oder? Wenn man der Mama oder der Opa im Sozialzentrum sucht, dass man dann in den Einkaufen geht oder vielleicht vis-à-vis, wenn man Elektrohändler was kauft oder vielleicht in einer zukünftigen Winothek, dem vielleicht auch noch gut achtet er nicht. Wie sieht denn da die Kooperation auch mit den anderen Gemeinden aus? Besteht die vor allem auf finanzieller Basis oder wie ist die gestaltet? Ja, das bedeutet natürlich auch, dass eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Schwarzach und Wolfer für ihren Part im Sozialzentrum vereinbart wurde. Damit aber auch einhergeht, dass die jeweiligen Bürger auch eine Garantie haben, um in dem zukünftigen Pflegeheim auch Platz zu kriegen. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden in Kennelbach und Schwarzach ist wirklich ganz unkompliziert, aber das ist etwas, was wir insgesamt in den Hofsteiggemeinden wirklich seit vielen Jahren sehr intensiv pflegen. Wie viele Plätze soll denn das Pflegeheim umfassen? Das Pflegeheim selber wird 68 Betten kriegen. Und es wird je nach Ausführung vom Architektenwettbewerb dennoch weitere zukünftige Betreuungseinrichtungen im nahen Umfeld geben.
Wie sieht denn der konkrete Zeitplan für das Sozial- und Handelszentrum aus? Wann sollen dann die Türen öffnen? Ja, also wie gesagt, die Auslobung für den Architektenwettbewerb ist erfolgt. Ich gehe davon aus, dass wir bis Anfang kommendes Jahr dann auch wirklich ein Ergebnis am Tisch haben, dass wir dann noch in die Behördenverfahren und die weiteren Verhandlungen gehen können, so dass wir in circa 2, 2,5 Jahren sozusagen de facto mit der Baustelle starten können. Und schön wenn wir heute in 5 Jahren aufsperren könnten. Ein weiteres Projekt, das bereits im Gange ist, das betrifft das Schloss Wolfurt. Das hat die Gemeinde vor einigen Jahren erstanden. Wie viel gibt es jetzt da tatsächlich zu renovieren? Ja, das kommt darauf an, was für einen Ansatz das man wählt. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das Schloss Wolfurt in seiner Substanz so erhalten wollen, wie es heute ist, dass es auch vor allem für die Wolfurterinnen und Wolfurter immer wieder zur Verfügung steht. Also Sanierung ja, und natürlich auch dementsprechend Investitionen ja, aber mit Gefühl und noch mit Maß. Und wir sind momentan im Behördenverfahren, was die gewerberechtlichen Genehmigungen anbelangt. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt mit Anfang kommenden Jahr endlich denn sozusagen die ersten Veranstaltungen machen können. Aufgrund der Location werden das eher exklusivere bzw. kleinere Events sein. Aber wir werden auch für unsere Bevölkerung 2, 3, 4 Mal im Jahr auch öffentliche Veranstaltungen machen, die dann vielleicht auch im Umfeld vom Schloss auch stattfinden können. Wie sieht es denn bei so einem Projekt mit Sanierungskosten aus? Ist da die Gemeinde auf sich alleine gestellt oder gibt es da auch finanzielle Unterstützung von anderen Seiten? Na, da sind wir eigentlich auf uns alleine gestellt. Das haben wir auch im Vorfeld schon gewiss gehabt. Das ist zwar unser Schloss unter Denkmalschutz, aber die Förderungen in dem Bereich sind ganz, ganz minimal. Also das müssen wir schon aus eigener Kraft stemmen. Gibt es auch Projekte, die jetzt die Gemeinde aus budgetären Gründen einmal verschoben hat oder vielleicht auch vorerst ganz abgesagt hat? Nein, das haben wir bisher nicht, zumal dass die finanzielle Situation in den letzten Jahren in der Gemeinde Wolfurt ja auf eine gute Basis zurückgegriffen kann. Natürlich waren die letzten 2 Jahre auch für uns nicht einfach und wir haben auch mit Einnahmenrückgängen müssen umgehen. Aber das Timing der anstehenden Investitionen ist an und für sich bei uns jetzt momentan nicht ganz ungünstig. Aber wir schauen schon bei jedem Euro, der wir ausgeben, auch in kleinen Dingen, da gut drauf, dass das alles im Rahmen bleibt. Aber wir haben jetzt, wenn man das ganz plakativ sagen will, nicht gesagt, wir bauen eine Kindereinrichtung, nicht weil wir jetzt finanzielle Sorgen haben. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Aber auch die finanzielle Situation auch in unserer Marktgemeinde muss man ganz genau im Auge behalten. Aber das tun wir auch. Wenn Sie in den Herbst blicken, wie sieht denn da die Perspektive aus? Wir wissen ja, es gibt eine Rekordinflation und die betrifft die Gemeinden auch. Die Gemeinden sind ja auch Erhalter von Schulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen. Was ist denn der Blick darauf? Wird es da enger, wird es da schwieriger mit dem Budget? Ja, das wird uns natürlich genauso treffen wie jeden anderen. Vielleicht jetzt im Einzelnen nicht in dem Fall, weil natürlich jetzt so laufende Kosten wie Heizung oder wie Strom oder irgendwelche Haltungsmaßnahmen natürlich auch teurer geworden sind auf der Gemeinde. Aber die große Belastung, ganz speziell in dem Bereich, wo Sie jetzt angeschnitten haben, ist natürlich der Personalbedarf. Und da wird sich, denke ich, oder hoffentlich auch, denke ich, gehaltsmäßig was tun. Aber das, denke ich, das ist schon Investition in unsere Qualität, in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das, denke ich, wird das so sein müssen. Also die Belastung beim Personalbedarf, weil eben das Personal auch dann mehr Gehalt bekommt oder weil es auch einfach nur schwierig ist, Personal zu finden? Ja, sowohl als auch. Oder? Wir sind zwar momentan in allen Stellen belegt, aber es ist schon für alle Gemeinden und auch für eine, ich denke mal, interessante Gemeinde wie Wolfurt durchwegs immer eine Herausforderung, das dementsprechende Personal zum kriegen. Vor allem, weil der Betreuungsbedarf, speziell in der Kleinkindbetreuung,
permanent steigt und vor allem in den letzten zwei, drei Jahren sich ja enorm entwickelt hat. Wie sieht es, wenn wir vorhin gerade beim Sozial- und Handelszentrum waren, wie sieht es denn im Pflegebereich auch aus mit dem Personal? Wolfert hat sich ja unter anderem auch für das Pilotprojekt der Community Nurses beworben und wir haben auch gehört, dass es bei allen Pilotprojekten Schwierigkeiten gab, Personal zu finden. Wird es einfach sein, das Sozialzentrum in dem Fall mit Personal auch quasi zu bespielen oder werden Sie da doch noch fündig? Ja, da haben wir Gott sei Dank ein bisschen Zeit, bis es soweit ist, oder? Aber, und man hat ja seitens des Landes gewisse Maßnahmen gesetzt. Und wir hoffen schon, dass unser Umfeld für den, die womöglich neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn gut sind oder so gut sind, dass man gerne nach Wolfer kommt. Aber wir bemühen uns auch insgesamt in der Ist-Situation ein guter Arbeitgeber zum Sie, auch wenn wir jetzt bei den Sozialdiensten blieben, die Arbeitsbedingungen natürlich immer ältere Gebäude nicht mehr ganz ideal sind, wie sie denn hoffentlich in Zukunft sein werden. Aber die Stimmung im Pflegeheim ist gut. Die Fluktuation ist sehr gering. Also insofern sind wir da sehr optimistisch und wir hoffen, dass dann bis in 3, 4, 5 Jahren, wenn es dann wirklich soweit wird, die Maßnahmen auch gegriffen haben und wir da unser Personal finden werden. Sind wir optimistisch. Der Standort Wolfert ist ja auch bekannt für das Betriebsgebiet, für den Güterbahnhof. Da gibt es ja wirklich einiges. Was tut sich denn jetzt im Betriebsgebiet zum einen für Industrie und Wirtschaft und was werden denn die Gemeindebürgerinnen und Bürger davon merken? Ja, die Standortentwicklung vom Betriebsgebiet Hohe Brücke, so heißt das Ding bei uns, hat natürlich eine lange Vorlaufzeit, oder? Und das hat schon unter meinem Vorgänger angefangen, wo man versucht hat, als Gemeinde auch gewisse Grundstücke zu erwerben. Und in den letzten Jahren ist es uns ja Gott sei Dank gelungen, ein sogenanntes Umlegungsverfahren machen, dass die vielen kleinen Streifen in unsere Gewerbegebiete jetzt wirklich zusammengelegt worden sind und die einzelnen Firmen jetzt Grundstücke zur Verfügung haben, wo sie wirklich auch Bauen entwickeln können. Der Prozess ist jetzt schon hinter uns. Wir befinden uns jetzt momentan gerade dabei, die Rahmenbedingungen zu definieren, also einen Bebauungsplan zu entwickeln. Wir sind in diesem Prozess immer auch ganz nah mit den Firmen in Kontakt, weil es ja da auch wichtig ist, dass man da nicht nur an das öffentliche Interesse denkt, das ist natürlich ganz ein wichtiges Thema, aber dass man auch versucht, die Wünsche der Unternehmen entsprechend zum Bilden. Ganz ein spannendes Thema, denke ich, das wird auch ganz neu in dem Rahmen mal bei uns im Land sein, dass man die Mobilität im Gewerbegebiet insgesamt neu andenken. Da gibt es auch Initiative, mit der wir ganz stark zusammenarbeiten und die schon länger ganz intensiv in der Vorbereitungsphase ist. Wir reden momentan immer von dem sogenannten Mobility Hub. Das wird also eine Hochgarage werden mit ganz vielen aber Services von einer Fahrradwerkstatt über Kinderbetreuung bis zum Restaurant, Kiosk und vieles mehr. Also wir sehen das Gewerbegebiet nicht nur als Gebiet als für Grund und Boden für Unternehmen, sondern wir werden da miteinander ein Gewerbegebiet mit den Unternehmen entwickeln, das eine ganz hohe Qualität haben wird, auch vor allem für die Menschen, die dort heute arbeiten und in Zukunft dort arbeiten werden. Was sind denn so die Wünsche der Betriebe, die an Sie herangetragen werden? Ein großer Wunsch ist natürlich bei vielen Unternehmen, dass Grund und Boden entweder erworben werden kann oder zur Verfügung gestellt werden kann. Dass man also auch wirklich Betriebserweiterungen ermöglicht. Das haben wir, wie gesagt, an dieser Ecke, glaube ich, jetzt ganz gut hergebracht, weil die Grundstücke jetzt wirklich bebaubar sind. Die Herausforderungen sind dann natürlich auch Qualitäten zum Schaffen, die dann vielleicht nicht vor der Hand immer ganz an der Oberfläche sind. Jetzt, wobei das Bewusstsein in den letzten Jahren da deutlich gewachsen sind, aber gerade beim Umlegungsgebiet haben wir sehr darauf geachtet, dass die Fahrrad- und Fußläufigkeit sich deutlich verbessern wird. Uns ist auch wichtig, dass man die ökologischen Betrachtungsweise gerade in der Zeit, wie wir jetzt uns befinden, nicht vergessen. Also, dass man auch dementsprechende Begrünung macht, dass man Bäume pflanzen kann, dass es Aufenthaltsqualitäten außerhalb der Betriebszeiten gibt und so weiter.
Jetzt auch Stichwort Klimaschutz und Ökologie. Es ist ja so, dass das Land nun bis September prüft, ob es nun ein autofreies Ried geben kann, zumindest am Wochenende. Welche Erwartungen haben Sie denn? Wie realistisch ist es denn Ihrer Meinung nach, dass das Ried autofrei wird? Ja, die Erwartungshaltung der politisch Verantwortlichen im Plan B Gemeinden ist ja klar. Das wünschen wir uns wirklich, oder, für unsere Bevölkerung. Und auch wenn die rechtlichen Herausforderungen vielleicht nicht ganz einfach sind, ist auch schon unsere Erwartung, dass alle sich wirklich darum bemühen, dass das so funktioniert. Und wir haben natürlich auch ein Gespräch mit dem zuständigen Landesrat Hitler geführt, der sagt, die rechtliche Situation ist da nicht ganz einfach. Für das haben wir auch Verständnis. Aber ich persönlich bin auch der Meinung, dass es so wichtig ist, dass man den Zeitgeist, wo wir jetzt haben, erkennen, und dass es unsere politische Verantwortung ist, solche Dinge zu ermöglichen. Also wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten alles dazu tun und beitragen, dass das so zum Funktionieren kommt und dass man wenigstens einen autofreien Sonntag kommt. Ich glaube, das damit wäre allen geholfen. Wäre da ein Testlauf zum Beispiel, wenn man sagt, man macht da einen einjährigen Testlauf und evaluiert das dann im Anschluss, wäre das ein möglicher Kompromiss? Mein Säger hätten Sie. Ja, also das wäre unser Wunsch, dass man das macht. Wir haben da durchweg so für die rechtlichen Bedenken oder vom Land und der zuständigen Abteilung unser Verständnis. Aber manchmal ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man ein bisschen mutig ist und an so ein Thema herangeht, dass wir sagen, wie machen wir das, dass wir das für unsere Bevölkerung ermöglichen. Mut erfordert sicher auch die Diskussion bezüglich der Unterflurlösung. Da gibt es ja eben die Diskussion der Unterflurlösung zwischen Wolfurt und Hörbranz. Mhm. Wie erleben Sie denn die Diskussion? Jetzt gibt es Gutachten, die sich widersprechen. Jetzt gibt es eine Landesstatthalterin, die sagt, man braucht eine dritte Variante, weil offenbar Variante 1 und 2 nicht möglich sind. Dann gibt es wieder Verkehrsexperten, die der Aussage der Landesstatthalterin widersprechen. Also man kennt sich, es wird ja mir verschwindlich, wenn man alles durchliest. Wie erleben Sie die ganze Debatte? Ja, die Debatte ist natürlich nicht ganz einfach, weil auch sehr komplex, oder? Und dass der Zugang von der Stadt Bregenz da ein anderer ist, wie jetzt für mich als von der Gemeinde Wolfurt, ist auch klar. Uns wird ja die an für sich nur am Rand im Bereich Güterbahnhof bewegen. Trotzdem war für uns Bürgermeister in der Region klar, wir wollen diese Initiative gründen, damit sichergestellt wird, dass man diese Trassen und diese Varianten ordentlich prüft. Ich bin jetzt nicht der sich heute schon explizit rein für die Unterflurtrasse fixiert hat. Aber mir ist wichtig, dass man solche Varianten wirklich intensiv, fachlich und sachlich korrekt prüft. Und wenn da noch eine andere Variante auftaucht, die womöglich intelligenter wird, dann finde ich, müssen solche Dinge geprüft werden. Das ist ja eine Entscheidung, die ist für die gesamte Region ökologisch, wirtschaftlich sehr, sehr wichtig. Und darum, glaube ich, muss man sich diese Zeit auch nehmen. Haben Sie manchmal die Befürchtung, dass die Diskussion um den Bahntrassenausbau so etwas wie die neue S18 werden könnte, die ewig diskutiert wird und wo es nie eine endgültige Lösung zu geben scheint? Ja, diese Angst kann man natürlich durchwegs haben, die ist auch vielleicht nicht so ganz unberechtigt, aber ich habe schon momentan das Gefühl, dass alle Beteiligten wirklich in der Diskussion oder zur Beiträge, wenn das mal immer überschaubare Zeitraum wirklich zu einer Entscheidung kommt, oder? Weil ich denke, irgendeine Lösung muss her, auch für die Zukunft. Ob wir unsere Mobilität neu gestalten, wenn aber auch für die Menschen, die da direkt an solchen Trassen wohnen, das wird das brauchen. Und ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt im Herbst endgültig fallen wird, aber ich hoffe schon sehr, dass wir da uns alle wirklich an der Kandare nehmen und uns intensiv in den Prozess einlassen und dann auch in einem überschaubaren Zeitraum zu einer Entscheidung kommen.
Sie haben ja gemeinsam mit den Bürgermeistern aus Lauterach, Bregenz, Lochau und Hörbrand die Interessensgemeinschaft unterirdischer Bahntrassenausbau im Großraum Bregenz gegründet. Genau. Und eine der Forderungen war ja, dass sich die Studienautoren der zwei Studien, die sich widersprechen, an einen Tisch setzen und das auch mit Ihnen. Ist da schon was passiert? Gibt es da schon Gespräche? Es ist in dem Thema mein Kollege, der Bürgermeister Elmar Romberg, natürlich tiefer involviert, weil er unser Sprecher ist. Da hat mir vor kurzem gesagt, dass da offensichtlich die Büros jetzt gegenseitig auf sich zugegangen sind. Er die Ergebnisse kennen ja nicht, aber ich rechne damit, dass wir da bald im Herbst dann da erste Rückmeldungen in unserer Runde kriegen werden. Ja. Christian Natter, dann danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke vielmals, ebenfalls. Und in Vorarlberg steht eine Derbywoche an. Sie ist auch für den Coach des SCR Altach etwas Besonderes. Miroslav Klose nahm sich deshalb Zeit, um mit meinem Kollegen Pascal Pletsch über das bevorstehende Spiel gegen die Austria Lustenau zu sprechen. Das Interview wurde aus Termingründen im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet. Ja, freut mich sehr, dass es geklappt hat. Miroslav Klose, Cheftrainer SCR Altach, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Vielen Dank, hallo. Ja, ein emotionales Wochenende liegt hinter euch und eine emotionale Woche vor euch. Ja. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg nochmal, man hat schon viel darüber geredet, aber über das letzte Wochenende, dieses 4:0 bei Sturm Graz. Du hast den Eindruck gemacht, es hat natürlich wehgetan, aber es war jetzt auch kein Weltuntergang, sage ich jetzt mal, weil du gesagt hast, die Leistung, den Einsatz, den die Spieler gezeigt haben, war zumindest in Ansätzen so, wie man es vorgestellt hat. Du hast doch einen Schritt weiter nach vorne gesehen. Ist es jetzt wirklich schon abgehakt oder wird das dann auch morgen beim Training nochmal Thema sein? Nein, auf die Frage ist tatsächlich abgehakt. Wir haben direkt Spielersatztraining das vorher analysiert, haben die Fehler wieder angesprochen und danach wurde es abgehakt. Also jetzt muss auch raus aus den Köpfen, weil jetzt gilt es sich auf dieses Wochenende vorzubereiten. Und wir haben vieles richtig gemacht, vieles auch gut gemacht und das, was Sie ansprechen, auch von der Einstellung, von der Laufbereitschaft. Und man sieht, dass wir wirklich Schritte machen. Ja. Aber natürlich diese kleinen Fehler halt abstellen müssen. Ja. Manchmal führen es zum Gegentor, manchmal zu einer Großchance. Ja. Da müssen wir weiter daran arbeiten. Aber jetzt im Vergleich, wo ich angefangen habe und wo wir jetzt stehen, nach 7, 8 Wochen, da muss man sagen, dass ich schon sehr zufrieden bin. Mhm. Lassen wir mal kurz, die letzten 4 Spiele sind jetzt gespielt. Ein Sieg, ein Unentschieden, 2 Niederlagen stehen auf dem Konto. Es wäre erfreulich, der Sieg gegen die Austria. Jetzt haben wir gesehen, was bei Altach in der Vergangenheit öfters mal ein Problem war, war das eben das Tore schießen. Jetzt mit Ausnahme von diesem Wochenende hat das aber doch gut funktioniert. Aber man bekommt natürlich auch dementsprechend viel Gegentore. Ja. Wo würden Sie auch sehen, wo ist momentan noch so die größte Baustelle? Eher in der Defensive oder aus dem Mittelfeld heraus? Oder ist es eben noch im Gesamten, dass da noch das eine oder andere fehlt? Ich sehe es zwei Sachen. Wir kreieren Chancen, auch fußballerische Chancen, viele Flanken. Ich glaube, wir haben über 20 Flanken jedes Spiel. Das zeigt schon, dass wir da eine klare Tendenz haben, uns Chancen herauszuarbeiten. Und das Spieltag mal abgesehen war 6:6. Ja, jetzt haben wir mal 4 bekommen. Jetzt ist natürlich Torverhältnis schlechter, 6:10. Und deswegen müssen wir auch das Zweite auch hitten. Wenn wir die Philosophie haben, weiter vorne zu stehen, wissen wir, die Räume hinter uns sind groß. Und da muss eine viel mehr Wachheit sein, weil wir manche Situationen noch total unterschätzen und sagen, ja, ist doch nicht so gefährlich und wir reagieren. Mir ist es lieber, dass wir keine Situation unterschätzen und lieber agieren. Mhm. Ja, lieber habe ich dann diesen +1 Spieler in Überzahl hintern, als wenn wir dann reagieren. Und das sind die zwei Dinge, wo wir dran arbeiten müssen. Ja. Mhm. Die Mannschaft hat das System, das der Miro Klose gerne hätte, dass sie spielt, aber ihrer Meinung nach auch schon gut aufgenommen, weil es ja doch auch unterschiedlich ist. Das heißt, sie legen natürlich Wert darauf, ich habe es im Training auch schon gesehen, wie sie immer wieder darauf hinweisen, auch jeden Ball nochmal nachzugehen und immer nachzusetzen. Also dieses Ackern auch um den Ball jedes Mal. Sind wir da schon auf einem guten Weg oder gibt es da auch noch die eine oder andere Baustelle? Also liegt es eher am Zusammenspiel noch oder auch teilweise noch an der Einstellung? Zusammenspiel würde ich schon sagen, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ja, auch vom Kombinationsfußballspiel über den dritten, Steig-Klatsch etc. Aber von der Einstellung sind wir auf einem richtig guten Weg. Mhm. Ja, die Jungs nehmen das an, auch die Trainingseinheiten. Wir können immer mehr machen unter der Woche.
Das ist ein sehr gutes Plus für uns als DAF. Ja, da können wir wirklich schon wieder eine Schippe drauflegen jede Woche. Das ist gut. Und dieses Intensive im Training, dieses Nachgehen, da muss ich den Spielern ein Kompliment machen. Der Konkurrenzkampf, den ich mir vorgestellt habe von Anfang an, der ist da. Mhm. Ja, und der ist auf vielen Positionen da. Ja, und so muss es auch sein. Mhm. Liegt das auch daran, dass Miro Klose von Anfang an gesagt hat, es gibt eigentlich diese Stammelf, sondern man muss sich im Training beweisen. Ja. Sie haben es ja auch dieses Wochenende mit der Aufstellung gezeigt. Haben Sie gesagt, Sie waren mit der Trainingsleistung von dem einen oder anderen nicht ganz so zufrieden, ja, unter der Woche. Zack, da sitzt man auch mal auf der Bank. Genau. Das, was ich nicht angesprochen habe, war erstens die Trainingsleistung, habe ich angesprochen. Und das Zweite war, wir haben eine Gruppe, eine Gemeinschaft und da gilt sich an gewisse Regeln zu halten. Und da war ich nicht zufrieden mit dem einen oder anderen und deswegen diese konsequente Art, weil es geht mir um die Gruppe und es geht mir, wenn man die Gruppe unter Kontrolle hat, muss man auch sich um jeden Einzelnen bemühen und jeder hat klare Richtlinien, einen klaren Rahmen gesteckt bekommen, wo er sich halten muss. Und wenn das nicht sich nicht daran gehalten wird und nicht funktioniert, dann da muss ich konsequent sein. Und die Jungs wissen auch, was dann die Konsequenz bedeutet. Sie haben in Ihrer Karriere bei unterschiedlichen Mannschaften gespielt, natürlich bei vielen großen Vereinen, wo auch viele große Namen waren. Das heißt, wo der Kader auch eine extrem hohe Qualität, ein extrem hoher Konkurrenzdruck vorhanden war. Aber eben auch zum Beispiel, ich sage jetzt Kaiserslautern eine Zeit lang, wo es eben schon war, dass man sagt, ja, es war nicht immer nur um die Champions League zu spielen, sondern, ja, wirklich auch ums sportliche Überleben zu spielen. Wie würden Sie jetzt auch nach diesen ersten zwei Monaten mit dem österreichischen Fußball ein bisschen vergleichen? Also Bayern, wenn man Salzburg jetzt hernimmt, die spielen in einer anderen Liga, aber sonst ist das ja relativ, ist das schon so, dass man sagen muss, auch bei Alltag jetzt zum Beispiel, dass man sagen muss, eben, es geht nur über diesen Kampf, über die Mannschaft und da muss man, was technisch und was könnerisch oder vom Können her vielleicht fehlt, eben durch diesen Einsatz auch wettmachen? Ja, so würde ich es vielleicht auch einschätzen. Ja, also ich meine, dieses Tempo-Dribbling, erste Kontakt, viele Ballverluste, ja, weil ungenaue Pässe, dieses Technische, mal abgesehen von den taktischen Sachen, da glaube ich schon, dass die Liga ein bisschen hinter allen anderen ist. Mhm. Ja. Aber ich glaube, habe jetzt mit ein paar Trainern mich ausgetauscht nach den Spielen und auf der Pressekonferenz mich mit der einen oder anderen ausgetauscht. Und das sehen die Trainer genauso. Und ich bin hierher gekommen, weil ich die Liga sehr, sehr spannend finde. Und vor allem, wenn man die Möglichkeit bekommt, die erste Station als Trainer, finde ich es unheimlich spannend von der ganzen Struktur etc., wie das alles aufgebaut ist. Aber ich bin gern immer schon ein Mannschaftsspieler gewesen. Also es geht nicht nur um die Trainer, sondern es geht allgemein um die Bundesliga. Ja, wir haben jetzt das Wochenende gehabt, wo viele Schiedsrichterentscheidungen fraglich waren. Und ich sehe es auch bei den anderen. Und da sehe ich eine Gemeinschaft und da sehe ich auch dieses Wir-Gefühl, dass wir selbst daran arbeiten müssen. Ja, wir vorneweg, dass wir als Trainer draußen sind und nicht alles kommentieren müssen und jeden Zweikampf, sondern auch den Schiedsrichter überlassen, da die richtigen Schlüsse zu ziehen und notfalls, weil wir die Möglichkeit haben, VAR mit hineinzubeziehen. Und da glaube ich, müssen wir als Vorbilder vorne weggehen, weil da sehe ich mich absolut auf dem richtigen Weg und möchte da auch Vorbild sein, weil es geht nur um dieses Gemeinschaftliche, ja, dass wir... Ich habe Ihnen vorher gesagt, ich habe gestern 4 Spiele geschaut und wenn ich die deutsche, die englische Liga sehe, wie da gepfiffen wird, wie da zur Sache gegangen sind, immer wieder wollen wir den Ball spielen, da ist nicht jemand böses Foul, sondern wir sollten jetzt dieses Theatralische, dieses Zeitschinden und weil man müde ist, weil man nicht so fit ist, da habe ich, glaube ich, ein bisschen ein Problem damit. Und da müssen wir Trainer gemeinsam daran arbeiten, dass wir da die Schritte nach vorne machen. Und natürlich gehören da auch die Spieler und die Schiedsrichter mit dazu. Und ich glaube, das ist für mich ein großes Thema. Mhm. Ist ja auch der Miro Klose bekannt dafür, ein sehr, sehr fairer Fußballer auch in seiner aktiven Karriere gewesen zu sein. Da gibt es zwei ganz legendäre Situationen. Einmal, wo Sie zum Schiedsrichter gesagt haben, Sie wurden vermeintlich gefault, der Schiedsrichter pfeift 11 Meter. Mhm. Wo Sie dann zum Schiedsrichter gegangen sind und sagten, nee, das war kein Foul.
Wie kombiniert man das? Also wie kann man das auch den Spielern klar machen? Dass auf der einen Seite dieser sportliche Ehrgeiz, dieser unbedingte Wille auch zum Sieg da ist, aber man das trotzdem auf eine Art und Weise machen kann, eben wie Sie sagen, ohne diese Sachen, die uns allen eigentlich zuwider sind, eben dieses Zeitschinden, dieses Theatralische, dieses sich fallen lassen und so weiter. Ja. Da gibt es nur einen Weg, Vorbild zu sein. Ja, meine Jungs wissen das, die dürfen das nicht, Sachen schinden, sich fallen lassen etc. Natürlich habe ich den einen oder anderen Spieler, der es immer wieder probiert, aber da arbeiten wir daran. Ich bin der festen Meinung, dass wir Vorbilder sind für Jungs. Ja, sowohl in Deutschland und überall werden junge Spieler, wollen Profifußballer, es ist ihr Traum. Und da sollten wir Vorbilder sein. Ja, da sollten wir, weil immer wenn sowas passiert, ist das in der Zeitung, ist das im Fernsehen und die Jungs schauen das auch. Mhm. Ja, und deswegen, da sollten wir Vorbilder sein und sich jeder im Klaren sein, wenn er in den Spiegel schaut. Und zu sich muss man eher immer ehrlich sein und sagen, okay, ich mach's in erster Linie für mich und natürlich auch für die vielen Jungen, die fußballbegeistert zuschauen. Mhm. Kommen wir noch kurz zum Kader. Der Kader ist mehr oder weniger komplett. Allerdings ist das Transferfenster wieder offen. Jetzt haben Sie die ersten paar Spiele verfolgt. Gibt es noch die eine oder andere Position, wo man jetzt auch schon mit dem Verein geredet hat? Da wird man sich schon noch, oder ist man noch am Überlegen, dass sich da noch was tun kann? Ja, wir sind täglich im Austausch und ich möchte, dass noch was passiert, weil ich habe das von Anfang an gesagt, Konkurrenzkampf ist mir wichtig. Ja, und das belebt einfach das Geschäft. Und wenn ich sehe, mit den vielen Offensivspielern, die neu dazugekommen sind, wie Dominik Reiter als Beispiel, Joe Tatarotti, wie die trotzdem im Training sich bemühen und immer, wenn sie die Möglichkeit bekommen, auch so ein Spiel machen wie gegen Graz. Das ist genau mein Weg und das honoriere ich als Trainer und das finde ich wirklich sehr gut. Und deswegen müssen wir auf der einen oder anderen Position dann nochmal nachlegen. Ja. Da sind wir, schauen wir mal, was wir machen können. Ja. Aber eins ist klar, es müssen unsere natürlich auch erstmal Spieler verlassen. Das ist klar. Auch die haben das klar kommuniziert bekommen. Und jetzt werden wir sehen, wie weit wir kommen, bis das Fenster zugeht. Gibt es irgendeine Position, die speziell Ihnen noch ein Anliegen wäre? Also sprich, eher noch in der Offensive noch zusätzlich was oder auch in der Defensive? Ja, die Achse muss stimmen. Mhm. Ja, die Achse, die mir wichtig ist, die muss halt stimmen. Und da müssen gute Leute sein und Konkurrenzkampf ist da. Und da müssen wir sehen, was wir noch machen können. Mhm. Jetzt am kommenden Samstag ein ganz besonderes Spiel. Nicht nur ein Heimspiel, sondern tatsächlich ein Derby. Ja. Derby ist immer was Besonderes. In diesem Fall ist es nochmal besonderer. Austria Lustenau wieder als Aufsteiger neu in der Bundesliga zurück. Da gibt es auch eine lange Tradition an Begegnungen. Das heißt, da ist viel Emotion drin. Wir haben es im Vorfeld gehört, das Spiel ist ausverkauft. Also auch eine dementsprechende Atmosphäre wird am Samstag vorherrschen. Wie bereitet man sich jetzt auf dieses besondere Spiel vor? Das heißt, ist das nochmal was anderes, auf dieses Derby die Mannschaft einzuschwören? Oder muss man das gar nicht machen, weil da sowieso alle mit noch mehr Engagement dabei sind? Also ich habe viele Derbys gespielt als Spieler und natürlich ist das als Trainer so mit mein erstes Derby auf dem Niveau. Und so wie ich das jetzt die letzten Wochen gesehen habe, werde ich die Spieler vielleicht erst bremsen müssen. Ja, also nicht motivieren, sondern eher bremsen und auf gewisse Sachen hinweisen und denen auch aufzeigen, dass das halt das immer knappe Spiele sind. Es gibt keinen Favoriten beim Derby, sondern wir werden uns alles hart erarbeiten müssen. Ja. Und diese Woche gilt es natürlich dann auch so zu arbeiten, ja, dass wir am Wochenende bereit sind. Und ich bin da wirklich guter Dinge, weil ich die letzten Wochen gesehen habe, wie die Mannschaft trainiert, ja, wie sich alles erarbeitet. Aber letztendlich weißt du nie, was bei so einem Spiel passiert. Ja. Wir haben natürlich die Spiele gesehen von Lustenau, auch zum Beispiel gestern das Spiel. Mhm. Ja, die haben schon Qualität. Ja. Das werde ich der Mannschaft auch klar aufzeigen. Ja. Und ich bin immer positiv und ich freue mich wirklich unheimlich, dass das Stadion mal voll ist, um die Atmosphäre zu sehen. Und man hat es gegen Austria ein bisschen gesehen, wenn wir mal nach vorne gehen, wenn wir Tore schießen und nah dran sind und Chancen zu arbeiten, da habe ich gesehen, mit der Hälfte vom Stadion, was da möglich ist. Mhm. Und wenn es voll ist, freue ich mich unheimlich drauf. Wie wichtig ist der Anteil der Fans generell beim Fußball? Immer. Wenn Sie sagen, wird immer der 12. Mann sein. Ja. Gibt es für diese Vorbereitung zu diesem Derby, jetzt haben wir natürlich die Austria ist ein Aufsteiger, die haben ein bisschen auch jetzt einen guten Start, hingelegt, haben dementsprechend auch noch ein bisschen diese Motivation als Aufsteiger ist meistens so, dass die dann nochmal wirklich durchstarten.
Gibt es da spezielle, auch taktische andere Auslegung vielleicht? Also sprich auch, was sich bei der Aufstellung jetzt vielleicht ändern wird im Vergleich zu den letzten Spielen? Kommt drauf an, wie die Jungs trainieren, ob sie sich wieder reinspielen. Das werde ich sehen. Taktisch ausgerichtet gibt es bei uns immer in Matchplan von unserer Grundformation ausgesehen. Und das klappt immer ganz gut. Also da habe ich immer ein gutes Gefühl, dass die Jungs das umsetzen können. Und das wird jetzt auch am Samstag genauso wichtig sein, ja, dass sie trotzdem mutig sind und weiter Fußball spielen. Das wird sicherlich so sein. Und wie ich es eben betont habe, gibt es keinen Favoriten. Und in so einem Spiel kann alles passieren. Ja. Das sind noch mehr Nervenkitzel durch Atmosphäre etc. Aber wir müssen das unbedingt auf unsere Seite bringen, ja, dieses Gefühl, ja, dass er Lustenau verunsichert ist und wir so ein bisschen in der Euphorie, das, was sie jetzt gestern gegen Hartberg zum Beispiel in der zweiten Hälfte hatten. Ja. Das hat sie beflügelt. Kommen wir noch ein bisschen auf den Fußball in Österreich und vor allem auf den Nachwuchs, auf das, was da im Nachwuchs geleistet wird. Jetzt in Deutschland gibt es deutlich professionellere Strukturen, auch was den Nachwuchs anbelangt, mit den Leistungszentren, wo die Kinder und Jugendliche schon ganz, ganz früh in diese Trainingszentren mit Schule und so weiter eingegliedert werden. In Österreich gibt es diese AKs, also sprich diese Leistungszentren zwar auch, aber ein bisschen in einer anderen, ein bisschen in einer abgeschwächteren Variante. Sie sind ein Fußballspieler, der tatsächlich noch nicht in diesen Leistungszentren groß geworden ist, sondern eben dieser klassische Bolzer. Und da gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, eigentlich fehlt gerade auch dem deutschen Fußball diese Mentalität, es fehlen diese Spieler, weil die alle in diesen Ausbildungszentren zwar gut ausgebildet werden, da kommen gute Fußballer raus, aber die sind alle nach dem gleichen Motto. Ist das vielleicht auch ein Vorteil am österreichischen Fußball? Vielleicht auch deswegen, dass jetzt viele Österreicher auch im Ausland Fuß gefasst haben mittlerweile und spielen können, weil es eben doch noch diese Individualisten mehr in Österreich gibt, wie das zum Beispiel in anderen großen Ligen der Fall ist? Also Medaille hat immer zwei Seiten. Ich würde es mal so sagen. Und mein Beispiel zum Beispiel, überall durchgefallen, durch jedes Raster und trotzdem den Weg dann gemacht, weil ich quasi immer schon wusste, was ich kann und auch durch meine Eltern, die aus dem Profibereich kamen, da immer große Unterstützung hatte, aber viel Mentalität von mir war. Ja, und dann habe ich meinen Weg halt natürlich gemacht und ich habe mich da nie ablenken lassen, von Leuten, Trainern, die gesagt haben, lernen einen gescheiten Beruf, weil das ist, glaube ich, besser. Und die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, das ist immer so einfach gesagt, aber es war mein Hobby, es war mein Leben mit dem großen Ziel. Wenn ich sage, ich habe auch Trainer in dem NLZ-Bereich, wo quasi darauf Wert legen, die Spieler richtig auszubilden, plus diese Bolzplatz-Mentalität, diese kleine 4 gegen 4, ohne Regeln, ohne irgendwie einfach die spielen zu lassen, dann bin ich ein großer Fan davon, ja, weil dann finde ich das den richtigen Weg, trotzdem unter Beobachtung und nach dem Spiel dem einen oder anderen Tipps geben, um dann vielleicht an dem einen und zu trainieren. Ja. Hier, glaube ich, mit der U16, U18, hier ist es ein bisschen anders, würde ich das jetzt nicht als Nachteil sehen. Ja, ich glaube schon, dass wir auch hier in den Jugendbereichen gute Trainer haben und dass die Jungs frei Fußball spielen können, ja, ohne die irgendwo reinzuzwingen. Nur mittlerweile ist das Raster, glaube ich, so grob, dass da viele wirklich durchrutschen, ja, und man nur auf diese Talente setzt und nur die dann auch trainiert. Aber es wird immer Spieler geben, die da durcherutschen, aber die sich wieder hocharbeiten. Ja. Sprich, österreichische Liga, ich kenne viele Spieler und das Wichtigste ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Mentalität, weil Mentalität, da macht man Talent quasi weg. Und wenn die Hälfte Talent ist, Hälfte Mentalität, dann kann man es auch weit schaffen. Ist das auch so, als Trainer, als Spieler waren Sie natürlich auch ein individueller Spieler, das heißt, sehr, sehr mannschaftsdienlich, auch nicht nur, wenn Sie am Platz waren, auch neben dem Platz, aber vor allem eben auch auf dem Platz mannschaftsdienlich gespielt, aber eben diese Individualität hatten. Ist es für einen Trainer einfacher mit einem konformeren Spieler, sage ich jetzt mal, der sich natürlich klar an gewisse Spielpläne auch hält und auch diese Vorgaben braucht und mit denen auch besser arbeiten kann? Oder ist es oder würden Sie auch ab und zu mal wünschen, dass Sie vielleicht einen oder anderen Spieler noch hätten? Ich sage jetzt ein anderes Beispiel, Thomas Müller ist auch so ein Beispiel. Das ist ein Spieler, den man eigentlich nicht fassen kann, oder den kann man nicht in den Spielplan hineinsetzen.
der taucht immer dann dort auf, wo man es am wenigsten erwartet. Und genau das ist ja auch die Qualität, an die es ihn auszeichnet. Ja, so ähnlich war ich auch als Spieler. Man, natürlich ist das Schöne an dem Trainergeschäft, dass nicht alle gleich sind. Ne? Was Charakter angeht, Mentalität angeht, Spielverständnis etc. Und da muss man halt seine Mischung ein bisschen finden und ein grobes Konzept machen, wo sich jeder orientieren kann. Und dann ist da auch von jedem Trainer die Stärke, die Spieler dann auch besser zu machen. Ja, so ist meine Einstellung, weil die Gruppe dann automatisch besser wird. Und den einen musst du so packen, den anderen musst du so packen. Und der eine braucht ein bisschen mehr Individualtraining, der andere gar kein Individualtraining, weil er vieles schon kann. Und dann geht man eher so ein bisschen in den taktischen Bereich. So ist halt meine Einstellung und das macht mir unheimlich viel Spaß. Letztendlich kann man das nie auf meine Mannschaft, kann ich sagen, okay, das passt so. Bei einer Mannschaft muss ich es wieder ganz anders machen. Das ist halt das Spannende in dem Geschäft. Erste Profitrainerstation jetzt hier in Altach, ersten zwei Monate auch praktisch jetzt mal eingelebt, angekommen sozusagen im Ländle. Wenn wir beim Ländle bleiben, wie viel Vorarlberg steckt denn schon in Miroslav Klose? Also ich bin ja froh, dass ich Dialekt hier schon mal verstehe. Also da bin ich, glaube ich, schon weit gekommen. Habe jetzt auch Zeit gehabt, hier mal das eine oder andere mir anzuschauen. Und so wie ich es in der ersten PK gesagt habe, also ich glaube, wenn man sieht, mit dem See, mit den Bergen hier, was hier möglich ist, und das macht einfach Spaß. Also da, das ist schön, um sich zu erholen, um auch mal abzuschalten und nicht nur Fußball zu denken. Das braucht man auch, das ist auch wichtig. Und wir werden jetzt auch mit unserem Staff das eine oder andere unternehmen zusammen und das macht mir halt Spaß, weil das ist genau meins und das lebe ich halt vor, weil es ist immer eine Gemeinschaft und wir wissen, was wir machen müssen, aber genauso müssen wir lernen abzuschalten. Ja. Und da sind wir dabei, ja. Da habe ich jetzt auch für mich zwei, drei Sachen mir angeschaut und bin einfach begeistert von der Region, wie die Leute mich aufgenommen haben, wie herzlich das alles war. Kontakt mit Fans, wenn ich irgendwo hingehe im Restaurant und das ist alles sehr, sehr schön. Jetzt habe ich gelesen, Miroslav Klose ist ein leidenschaftlicher Angler. Ja. Wird sich ja bei uns anbieten. Ist das zum Beispiel so etwas, wo Sie vielleicht überlegen, mal abzuschalten? Ja. Also, ich warte nur, bis der eine aus dem Urlaub kommt und dann, dann geht's ab. Ja. Allerletzte Frage noch kurz zu den Trainern. Sie haben mit vielen großen Trainern auch zusammengearbeitet. Zuletzt mit Hansi Flick bei Bayern München. Da hat man natürlich viel gelernt, viel gesehen, sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer oder eben im Nachwuchsbereich. Was würden Sie sagen, wenn Sie sich selbst definieren müssten? Eher weniger Louis van Gaal, mehr Jogi Löw oder vom Trainertyp her jetzt? Wie würden Sie sich selber definieren? Ja, ist eigentlich schwierig zu sagen. Jeder muss so ein bisschen seinen Weg finden und seine Spielphilosophie und die Art, wie man mit Spielern umgeht, dieses Menschliche, weil ich auch solche und solche Trainer hatte, wo ich halt unheimlich viel mitgenommen habe. Und für mich kann ich sagen, das Wichtigste ist für mich die Kommunikation mit den Spielern, ja, dieses Ehrliche. Vorneweg gehen, gutes Beispiel sein, um vorneweg zu marschieren und nicht so immer rumzuheulen und das passt nicht und da, sondern wirklich auch vorneweg zu marschieren und was ganz wichtig ist, authentisch bleiben. Ja, sich nicht versuchen zu verstellen, weil wenn man das macht, dann kommt das nicht gut an und dann ist das auch nicht richtig und man kann auf viele Sachen reagieren und man muss versuchen, so authentisch wie möglich zu bleiben und das wird für mich, ich sage es am Anfang, einfach sein, aber vielleicht dann später über die Jahre auch eine Herausforderung sein, weil viele Mechanismen, Automatismen und viele Leute in dem Geschäft sind, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und da ich eine gute Menschenkenntnis habe, und dann wird es für mich wichtig sein, authentisch zu bleiben und da sehe ich keine Probleme damit. Miroslav Klose, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Dankeschön. Jetzt eine anstrengende, harte Trainingswoche nehme ich an vor Ihnen. Und dann freuen wir uns alle aufs Derby am Samstag. Zum Abschluss, ich habe noch was mitgebracht. Muss mal schauen, wo ich es habe. Weil ich es auf der letzten Pressekonferenz was gesehen habe. Das ist dieses. Das sind die Jass-Karten. Genau, also die Karten sind vielen schon Dank. Mal da. Danke. Die Regeln entweder mit der Mannschaft oder
Es gibt sicher Gelegenheit, da das mal schon auszuprobieren, zwei, drei Spieler aber angesprochen. Auf alle Fälle, das Handwerkszeug ist mal gerichtet. Es ist eingerichtet, würde ich sagen. Vielen Dank. Da bedanke ich mich. Danke. Ja. Das war es für heute wieder mit Vorarlberg Live zum etwas verspäteten Wochenauftakt. Doch auch eine verkürzte Woche bietet natürlich spannende Momente. Weiterhin im Vorfeld des Derbys, aber auch im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl. Denn diese Woche wird uns unter anderem noch FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz für Fragen zur Verfügung stehen. Und es kündigen sich auch viele weitere spannende Gäste an. Also schalten Sie, wenn Sie mögen, wieder ein. Ab 17 Uhr auf VN.at, Voll.at und Ländle.tv. Für heute darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Verbringen Sie noch einen schönen Abend.